Hallo Freunde und willkommen zurück zu Tomb Raider. Nächste Folge. Ich weiß jetzt auch wieder so etwa, wie es hier läuft. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Messiah schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade gebracht wurde. In Ordnung. Gehen wir. Und dann bringen wir ihn zu Nikolai. Gemeinsam. Ja, sicher, sicher. Oh toll. Ich hab dich. Toll. Das hat ja. Ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Messiah schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade. Okay, so kann man es machen. Trotzdem das Zeug. Egal was ist. Moment. Große Sonnenkönigin, diese neuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen preisen euch. Unsere Herzen ehren euch. Mit Feuer sind wir an euch gebunden. Ihr. Hilf mir mal einer! Ich kann schießen! Er kann! Sieh mir's durch! Auf sie! Okay, keine gute Idee. Große Sonnenkönigin, diese neuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen preisen euch. Unsere Herzen ehren euch. Mit Feuer sind wir an euch gebunden. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht. Ihr seid der Sturm, der wütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder. Wir erwarten den Tag. Bringt uns die Dämmerung, die den Weg zeigen mag. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüder. Erhebt eure Stimmen. Preist die Sonnenkönigin. Gleich steht die Ahnung. Gleich steht die Sonnenkönigin.
Muss ich da einfach nur vorbei? Große Sonnenkünste. Diese neuen Diener unterstellen sich euch. Bitte reißen euch. Unsere Herzen ehren euch. Mit Feuer sind wir an euch gebunden. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht. Ihr seid der Sturm, der wütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder. Wir erwarten den Tag. Bringt uns die Dämmerung, die den Weg zeigen mag. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüder. Erhebt! Okay, es geht ganz einfach. Jetzt werde ich mich hier erstmal gut ausstatten. Natürlich wieder keine Gewehre für mich. Pfeile sind voll. Okay. Dann gucken wir mal. Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Hier muss noch was sein. Nichts mehr. Okay. Komme ich nicht hoch, ne? Ah, wie ging das nochmal? Ja. Steck's mal weg. Hier, eine von den Tasten. Danke, jetzt bin ich raus aus der Sicht. Ah, in die will ich gar nicht wieder rein. Auf einmal explodiert alles. Aha, toll. Ich
deine Pfeile in den Arsch! Ganz schön hitzköpfig. Hey, nicht anstacheln! Wir arbeiten hier! Verdammte Idiot! Yo. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Verdammt nochmal! Lara, hier läuft eine komische Scheiße ab. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden? War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Charles Manson hat... Er heißt Matthias. Arme Sam. Ja! Ja! Sehr gut, Sarah. Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Okay, was jetzt? Das ist der richtige Weg. Yes. Hey, ich hab ein kleines. Ach du Scheiße. Das war knapp. Oh Scheiße, wir haben ein Problem. Irgendwo festhalten. Der Käfigboden ist weg. Sieh runter. Da ist überhaupt kein Boden mehr. Wir müssen raus aus diesem Ding. Oh Mist, das ist übel. Bin dabei. Lara, sei bloß vorsichtig. Pass auf, wo du stehst. Alles wird sein. Danke, das kam mir sehr zugute. Ah. Ich hole euch da raus. Leute! Geht weg da! Mein Plan.
reicht dich. Oh, momentan. Ja. Da runterfalle, bin ich definitiv tot. Schon mehr als tot. Wir sind draußen, aber alles stürzt ein. Der Treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Lara, Sam und Whitman. So, was ist hier? Hm? Okay, noch mehr Feuer. Danke. Ich glaube, ich nehme den Weg. War schon fast gut. Würdest du bitte... Lara. Das schaffst du auch wohl. Dann schaffst du es halt nicht. Oh, dann nehme ich das hier. Gute Nacht. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.